Ich war gerade etwas verwirrt. Wir haben doch im letzten Part hier bei den Freezeezy Peaks einen Stern geholt. Aber das Ganze war der blaue Schalterpalast. Deswegen wird das hier in der Levelübersicht nicht gewertet. Und deshalb haben wir immer noch die volle Anzahl an Münzen hier zu sammeln. Und jetzt haben wir auch Zeit. Wir können jetzt die 8 roten Noten sammeln. Und ich frage mich gerade, ob ich hier am Spawn eine verpasst habe. Okay, Moment. Moment, Moment. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ich möchte bitte auf Nummer sicher gehen. Deshalb, wenn es hier nochmal mit dem nicen AB-Kick-Trick hoch cheaten. Und tatsächlich, ich habe hier nichts verpasst. Gut so. Also, ich weiß leider wieder nicht, wie es hier mit den 100 Noten aussieht. Ich habe schon, also sonderlich viele Noten habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung, ob hier die 100 Noten wieder möglich sind. Aber ich lasse mich gern mal überraschen. Also, ich bin immer noch der Meinung, in der Treasure Trove Cove ging es nicht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wurde die letzte Folge nämlich noch nicht ausgestrahlt. Ausgestrahlt, klingt wie im Fernseher. Noch nicht hochgeladen oder besser veröffentlicht. Weshalb ich da noch nicht so aktiv auf eure Kommentare eingehen kann, falls ihr es mir geschrieben habt. Ich meine, der Hack ist jetzt auch nicht gerade der bekannteste. Vielleicht hat den auch noch gar keiner von euch gezockt, dann ja, werden wir schauen, wie das am Ende aussieht. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es 32 Sterne in diesem Hack, weil ich habe in ein anderes LP reingeguckt und da hatte einer einen Sternzähler an der Seite und da stand am Anfang seines Projekts 0 von 32. Wenn wir also am Ende 31 Sterne haben, dann wissen wir, wo wir wahrscheinlich noch den letzten Stern finden. Da sterbe ich doch instant, oder? Oder nicht? Oder nicht? Nein, nicht. Okay, ich habe es einfach mal riskiert. Glück gehabt! Ich hatte schon wieder Angst. So, aber merkt ihr, wir haben bisher einfach 5 rote Noten gefunden und noch keine einzige gelbe. Da sind doch die 100 Münzen wieder nicht möglich. Da drüben war übrigens ein Pinguin-Baby. Ich nehme an, das hier drüben ist dann das Richtige. Weil das andere ist, wie gesagt, zu nah dran an seiner Mutter. Jetzt steppen wir mal hier hoch. Und, ui ja. Jetzt geht es auf den Schneemann hoch, auf den großen Schneemann in der Mitte. Über seinen Schal, der als Weg nach oben fungiert. Sehr cool. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Keine Ahnung, ob das in Banjo-Kazooie auch so ist. Hier hat sich der Hack auf jeden Fall den Schal zunutze gemacht. So, jetzt sind wir auf dem Kopf des Schneemanns. Und sieh mal an, da auf dem Besen ist eine... So, normaler Sprung oder Seitwärtssprung? Normaler Sprung, sehr gut, war die richtige Entscheidung. Für einen Seitwärtssprung hätte ich einfach zu wenig Platz gehabt. Wieder zurück. Nicht da oben gegenstoßen. Da oben. Aha. In seiner Pfeife ist ein Stern drin. Juckt mich jetzt aber nicht. Nicht so wie Yogis Eier. Die jucken ihn ja öfter. Das sind ja aber auch. Da wird ja auch ein Hack-Mack drum gemacht, dass sich Yogi Löw mal während einem EM schwer in den Eiern gekrault hat. Ganz ehrlich, unter uns Männern. Und damit meine ich jetzt auch wirklich Männer und nicht. Also. Für alle, die schon in der Pubertät sind, sage ich mal, jeder Mann krault sich an den Eiern oder kratzt sich an den Eiern, wenn es mal juckt. Das ist menschlich. Ich finde es so lächerlich, wie sich die Mädchen darüber, die Medien hat es wahrscheinlich voll angetörnt. Mhm. Nein, wie sich die Medien darüber lustig machen, dass sie sich in den Eiern gekrault hat. Also bitte. Vor allem haben sie dann ja auch noch ganz alte Szenen rausgeholt, wo er sich mal am Hintern gekratzt. Es ist absolut lächerlich. Also, ich finde, das ist absoluter Wirbel um nichts. Um wirklich nichts, weil es ist einfach nur menschlich oder männlich, eher gesagt. Das ist einfach, wenn es einen kratzt, dann, wenn es einen juckt, dann kratzt man sich an dem Ort. Und wenn es einen halt an den Eiern juckt, dann kratzt man sich halt auch an den Eiern. Ich meine, please. Nur weil er halt der Bundestrainer ist, ist er genauso ein Mensch wie jeder andere. Oder genauso ein Mann wie jeder andere. Und ich wette, jeder Reporter, der über ihn geschrieben hat, hat sich, während er den Report geschrieben hat, einmal an die Eier gefasst. Die Behauptung stelle ich jetzt einfach mal so auf. Und ich glaube, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Und ich habe mal wieder vercheckt, wo der Stern ist. Moment mal, war der nicht... Ja, wollte gerade sagen, der war doch hier in der Mitte. Ich erinnere mich da an den Schattenstern. Sehr gut. Also, ich glaube, 100 gelbe Noten auch in dieser Welt nicht möglich. Ich habe keine einzige gefunden. Gibt es überhaupt eine? ich gehe einfach mal davon aus, dass wir auch hier die 100-Münz-Challenge nicht machen müssen. Gut, fürsorglicher Pflegevater. Also, aus dem Namen werde ich nur dadurch schlau, dass ich das Banjo-Kazooie-LP gesehen habe, weil
laut dem Banjo-Kazooie-EP... Verdammt. Oh, Moment. Was anderes. Im Banjo-Kazooie fährt man gegen einen Eisbärvater ein Rennen. Und dieses Rennen muss man machen, dass er sozusagen für seine Kinder da ist. Weil ich glaube, seine Kinder sind daheim. Es ist Weihnachten, aber sie kriegen keine Geschenke, weil der Vater nicht da ist. Ja, genau sowas. So, ich muss jetzt hier mal rückwärts hochhüpfen, weil ich sonst am Hang das Kind verlieren würde. Die Technik kenne ich aus Star Road. Da hat man die auch gebraucht. So, einfach so rückwärts hochhüpfen, dann verliert man das Kind nicht. Und ja, da fährt man dann ein Rennen gegen ihn. Deswegen dachte ich jetzt, wäre an der Stelle, wo ich gerade gewesen bin, wäre irgendwie jetzt Koopa da Quick oder so. Und gegen den machen wir ein Rennen. Aber ich nehme an, das ist der Vater und nicht die Mutter. Du hast mein Ein und Alles wiedergefunden. Wie kann ich dir nur danken? Am besten gebe ich dir unser Familienerbstück. Alles klar, der gibt mir einfach das ganze Familienerbstück. Mit einem dicken Verfrüstelt leicht. Du hast hier das Lagerfeuer in dieser... Was für ein Lagerfeuer? Verdammt, ich habe den Text nicht ganz gelesen. Irgendjemand fröstelt und irgendjemand braucht ein Feuer oder so. Wahrscheinlich wollte ich mich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass da drin der blaue Schalterpalast ist. Aber das habe ich doch schon längst gefunden. Ich habe doch schon die Vanish Cap. Wie heißt sie eigentlich auf Deutsch? Unsichtbarkeitskappe? Ich weiß es nicht. Verschwindekappe? Ich habe keine Ahnung. Und das war's auch schon. Okay. Also grab mal 2 Sterne hier. Ist aber ein bisschen mager. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, weil da oben auf der Pfeife noch ein Stern war. Das... Was ist das denn? Ich werde hier total fehlgeleitet. Ich verlasse mich hier auf irgendwelche Sternbeschreibungen, die gar nicht stimmen. Was ist das denn? Warum wird mir denn gesagt, ja, du kannst hier keinen Stern mehr kriegen? Dabei ist oben in der Pfeife noch ein Stern. Gute UED. Der hat den Hack erstellt. Was hast du denn da gemacht? Wahrscheinlich guckt er mein LP eh nicht. Weil er hat den Hack, glaube ich, vor 3 Jahren hoch schon veröffentlicht. Ich glaube kaum, dass er sich jetzt noch für ein LP interessiert. Aber falls du es siehst, was hast du dir dabei gedacht? Haben bestimmt schon ganz viele andere LPer gefragt, oder? Ich habe mal nach einem Let's Play gesucht. Also... Ich habe mal einfach nach Super Banjo-Kazooie 64 einfach auf YouTube geschaut. Ich glaube, nur 2 Leute haben SLP oder 3, aber auf jeden Fall nur 2 LPs findet man auf der Startseite, wenn man nach Super Banjo-Kazooie 64 sucht. So, jetzt muss ich gucken, wie ich hier rüberkomme. Entschuldigt bitte den Safe State. Aber falls ich runterfalle, möchte ich euch den Weg ersparen. Was zur Hölle? Ich schaue doch gerade da drauf. Oder? Ich sehe nichts. Ja, ja. Ach du Scheiße. Holy. Holy! Was ist das denn? Muss ich da direkt reinhüpfen? Moment. Verdammt. Und genau aus diesem... Genau aus diesem Grund habe ich ein Safe State gemacht. Ich gehe wieder runter, um es hier wahrheitsgetreu zu halten. Ich muss doch da mit dem Dreisprung rein, oder? Nein! Verdammt! Oh Mann, jetzt fühle ich mich voll schlecht, weil ich hier voll der... Safe State Nutzer bin. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, so wenig wie möglich zu verwenden. Jetzt muss ich 2 Mal laden. Aber es hat uns einfach nur Zeit gespart. Gibt's zu. Und der Stern heißt doch einfach nur Strich. Soll ich dem einfach so vertrauen? Welcher war das überhaupt? Es war der 3. Okay. Hat er einfach eine Sternbeschreibung vergessen? Also, wo jetzt ein 4. ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, es gibt hier keinen 4. mehr. Ich hoffe einfach, diese 3 waren jetzt alle. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo ich überhaupt hin muss. So, wir haben jetzt die normalen Kurse abgeschlossen. Da oben in Peachs Rutsche ist, soweit ich weiß, auch das Secret Level rausgenommen. Also, wenn man da das Bild von Peach hüpft, bekommt man, passiert einfach gar nichts. Ich schaue nur nochmal nach. Das habe ich nämlich in einem Test geschrieben. Ja, genau. Hier ist gar nichts. Diesen Level-Eingang hat er rausgenommen. Können wir hier drüben rein? Oh, die Tür ist schon auf. Ich muss gar keine Sterne zeigen, okay. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich jetzt wieder ein Level, oder? So sieht's aus. Und das ist die Overworld, oder? Also, sozusagen der Hub. Da, wo man im Banjo-Kazooie dann die Level auswählt. Genau, hier füllt man das Puzzle aus. Und dann öffnen sich immer die Welten. Okay. Hat er das sozusagen so als Demo reingebracht? Was zur Hölle? Ich bin etwas verwirrt, Freunde. Weil ich gerade nicht genau weiß, was die Mission hier ist. Kann ich da hoch?
Moment mal. Nein, ich glaube, da hoch kann ich nicht. Da oben scheint aber nichts zu sein. Ich glaube, im Original ist da oben ein Puzzleteil, oder? Ich vergewissere mich nochmal. Nein, da oben scheint wirklich nichts zu sein. Okay. Gehe ich mal hier lang. Ich bin wirklich verwirrt. Ich glaube, man merkt es mir an. Okay, hier ist jetzt das Grundhilda-Bild. Geht klar. Da oben war doch aber auch ein... Moment mal. Weil ich gerade so komisch rumgeglitscht bin. Ich setze mir jetzt einfach mal ein Safe State, falls ich wieder in irgendeinen Bug reinlaufen sollte, wie beim letzten Mal. Dass ich das mit dem Safe State sozusagen retten kann. Und nicht mit einem... Mit einem Neustart des Spiels. Hey, hier ist wieder so eine Honigwabe, das Herz. So, und jetzt können wir hier rein? Was zur Hölle? Und wir kommen zu Bowser? Gibt's keinen Stern hier? Pech gehabt, Mario, außer du hast nicht erwartet. Nichts und niemand wird mich dabei aufhalten, diese widerliche bunten Welten dem Erdboden leicht zu machen. Und da du, Hampelmann, nicht freiwillig ist, werde ich so nett sein und dir den Weg zum Verderben weisen. Danke. Also ich habe jetzt echt nicht mit dir gerechnet. Ich weiß doch gar nicht, ob es einen Stern gibt irgendwo. Also jetzt in dieser Banjo-Kazooie Overworld, die das Bowser-Level ist. Oh, schade, verkackt. Ich war in diesem Werfen leider noch nie so gut. Irgendwann wird auch mal ein Original-LP zu SM64 kommen. Da werdet ihr schon sehen, wie gut ich hier bin. Nämlich gar nicht gut. So, wir machen es ganz vorsichtig. So, okay, das war schon. Ich wollte ihn eigentlich nur in die Nähe der Bombe legen. Aber der Schwung hat anscheinend ausgereicht. So, Kollege, du gibst mir jetzt den Schlüssel für den Keller, oder? Wo dann die nächsten Welten auf mich warten? Hoffentlich. Ich glaube, man merkt mir an, ich bin sichtlich verwirrt. So, Grundhildas Reich clear. Ich habe jetzt auch nicht irgendwo die Möglichkeit gesehen, den Stern zu finden, ne? Deswegen, hoffe ich, liege ich da richtig. Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich werde nicht jeden Stern finden. Also, dann gehen wir mal hier runter. Und die Geister gibt es ja auch noch. Stimmt. Habt ihr auch ein eigenes Level? Oder wurde euer Level auch irgendwie rausgenommen? Nein. Doch, tatsächlich. Er hat den dicken Bu rausgenommen. Was eine Schande. Habt ihr jetzt woanders den dicken Bu, der mein Level hat? Nein. Okay, er hat anscheinend dieses Geisterlevel, diesen Geister-Level-Eingang, hat er anscheinend rausgenommen. Na dann gehen wir halt mal direkt in den Keller. Und dann suchen wir da nach weiteren Leveln, wo hoffentlich welche sind. Hier komme ich noch nicht rein. Oder komme ich da rein? Ich meine, vorhin kam ich auch rein, aber normalerweise brauche ich doch 30 Sterne, oder? Okay. Ich komme hier auch schon rein. Say what? Aber das ist dann nicht Kurs 5, oder? Also es ist, glaube ich, nicht Kurs 5. Ich schau mal rein. Aber ich weiß es nicht. Nee, es ist Kurs 9. Genieße ein BK-Beta-Level. Ach, ein Banjo-Kazooie-Beta-Level. Okay, also hier ist dann anscheinend das Kurs 9 ist das Ende. Das heißt, wir haben vermutlich noch 3 oder 4 Welten vor uns, die ich jetzt nur noch finden muss. Oh, was ist das hier? Also 13 Sterne soll es noch geben. Das heißt, wir haben... Ja, wahrscheinlich am besten... Hey, Hase! Komm her! Oh, verdammt! Gibst mir auch einen Stern? Hoffentlich. Und ich weiß aber auch nicht, ob dieser Stern jetzt dann sozusagen dazu zählt zu den 32 des Hex. Oh, du bist... Ich hasse dich. Ohne Witz. Du bist so ein nerviger Hase. Okay. Er reizt mich einfach immer wieder. Er schafft es immer wieder aufs Neue. So, jetzt hat. Ich. Warum machst du keinen Hechtsprung? Und warum ist der Tod da verschwunden? Warum ist der Tod zu einer Note geworden? Nein, jetzt fliegt er nach da drüben ab. Ich hasse dich. Ich hasse dich einfach. Weißt du das? Du bist ein Scheißhase. Weil ich einfach immer wieder Probleme habe, dich zu fangen. Aber jetzt habe ich dich. Ah, unhand me, Blut, ah, bla bla bla. Okay, den Text hat er nicht übersetzt. Aber ich krieg einen Stern dafür. Zählt denn zu den offiziellen Sternen des Hex oder nicht? Ich sag einfach mal yes, ich möchte den Stern haben. Und hier sollte hoffentlich jetzt Kurs... Nee, Kurs 6 sollte es jetzt sein. Nee, 7. Wo ist dann 6?
Keine Ahnung, wir zocken jetzt einfach Clankers Cavern, okay? Wir zocken das jetzt einfach. Es ist mir egal, was für eine Reihenfolge wir hier haben. Ich zocke es jetzt einfach. So, hinterm Spawn haben wir nichts. Und was ist überhaupt unsere Mission? 8 rote Noten schon wieder. Okay. Keine Ahnung, ob hier wieder die 100 möglich sind. In den ersten beiden hatten wir es. In den weiteren dann nicht. Und hier scheint... Doch, hier scheint was zu sein, aber auf der anderen Seite... Verdammt, komme ich nicht hoch. Soll ich die direkt sammeln? Ja, da fehlt mir fast ein bisschen die Zeit, oder? Naja, aber wenn es keine roten, wenn es keine 100 Münzen gibt, dann könnten wir doch das eigentlich mal machen. Schauen wir mal. Ach, sehr geil. Das ist ein kleiner Balanceakt, aber wir kriegen das schon hin. Weil hier ja nicht wie im Banjo-Kazooie so Gegner aus der Wand kommen. Zum Glück. So, Nummer 2. Hinterm Ziel ist eine unsichtbare Wand, das haben wir schon festgestellt. Was steht auf dem Schild? Falls Sie durch das Rohr nicht von vorne schwimmen können, versuchen Sie es bitte von der Seite. Say what? Ah, von vorne geht nicht, oder was? Nee. Okay. Das heißt, von der Seite muss ich jetzt hier so rein, oder? Nee, verdammt. Von der Seite heißt dann vielleicht hier so... Nein! Warum packt es mich da mal rum? Das nervt mich. Ich darf nicht zu nah ans Rohr ran. Ey! Lass mich da rein! Ich bin zu Clanker, Mann. Von hier geht's jetzt wieder nicht. So, vielleicht hier so rüber. Ich will doch nur in der Welt vorankommen. Was ist das? Oh, please! Du dummes Rohr. Das jetzt hat... Ja! Ich bin drin, Freunde. Ich bin drin. Und jetzt sind wir im Hauptbereich der Welt. Bloß Clanker fehlt. Die Hauptattraktion der Welt wurde einfach mal abgeschafft. Da war eine rote Note drin, das habe ich schon fast gedacht. Alles klar. Er hätte ja nicht leben müssen, aber man hätte hier doch schon einfach einen Clanker reinmachen können. Also einfach halt ein Objekt, was aussieht wie ein großer Fisch. Ist ja doch wirklich nicht zu viel verlangt gewesen, oder? Also das finde ich jetzt schon schade, dass er fehlt. Ich meine, es heißt Clankers Cavern. Bloß Clanker fehlt, dann kann man die Welt doch gleich auch nur Cavern nennen. Also Freunde, wir zocken hier nicht. So, hier wären wir wieder. Auf ein neues. Nein, nein, rutsch da nicht nochmal rein. Nicht nochmal. Ah, da kann ich rein. Nein, kann ich nicht. Say what? Ich kann da nicht rein. Tatsächlich nicht. Oh Mann, da habe ich den Spielabsturz gerade vollkommen umsonst verursacht. Okay, ich muss jetzt langsam mal klarkommen, was es hier für Eingänge in der Wand gibt. Ich muss jetzt einfach Stück für Stück abchecken. Hier haben wir auf jeden Fall eine rote Note. Dann hat sich das auf jeden Fall mal gelohnt. So, dann machen wir jetzt einfach chronologisch weiter. Dann sollte ich hoffentlich nichts verpassen. Komm jetzt mal hier rein. Hey, hier ist ein Stern. Oh, verdammt, den will ich aber nicht. So, gleich wieder zurück. Ich bin nur wegen den roten Noten hier. Keine Sorge, ich putze nur. Ich bin Klempner. So, das Rohr da unten gucken wir nachher noch an. Ich will jetzt erstmal die ganzen Eingänge in der Wand abchecken. So, hier kommen wir auch rein. Und hier ist hoffentlich auch eine rote Note. So sieht's aus. Nice. Und da vorne ist ja der Rückweg, ne? Und da war ich auch drin? Nein, da war ich nicht drin. Sheesh. Da habe ich eine verpasst. Her damit. Und jetzt ist hoffentlich da unten in dem Rohr noch die letzte. Oder in dem kleinen Rohr. Noch da, was in der Mitte liegt. Oder, Moment mal, stopp mal. Jetzt bin ich gerade nicht sicher. Ob ich die Münzen schon gesammelt habe oder ob ich die sozusagen gesammelt hatte, bevor ich den Safe State gesetzt habe. War ich jetzt hier unten schon oder nicht? Nein, hier war ich noch nicht. Okay, da habe ich die tatsächlich vergessen nachzuholen, als ich das Spiel neu gestartet habe.
Sehr gut. Aber wo zur Hölle ist der Stein gerade erschienen? Ich habe nur braunen Boden gesehen. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Ich wollte gerade extra darauf achten, wo der Stern erscheint, aber... jo. Es sah aber nicht so aus, als ob es unter Wasser gewesen wäre, oder? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Oder vielleicht am Spawn? Ich kann es nirgendwo braunen Boden sehen. Ich werde mal zurück zum Spawn schwimmen. Weil ich kann mich nur daran erinnern, dass am Spawn so brauner Boden war. Gucken wir mal. Hoffentlich haben wir hier nicht so Probleme mit der unsichtbaren Wand. Obwohl ich gerade beim ersten Mal reingekommen bin, zum Glück. Tatsächlich. Ich hänge... jetzt lebe ich wieder. Ja, hier ist doch so brauner Boden. Der Stern ist doch bestimmt irgendwo hier gespawnt. Bitte? Ja. So sieht's aus. Sehr gut. Und das war's, Freunde. Das war ein weiterer Part von Let's Play Super Banjo-Kazooie 64. Ich habe in den letzten zwei Parts, glaube ich, immer Super Banjo 64 gesagt. Das war falsch von meiner Seite. Es ist natürlich Super Banjo 64. Also, danke fürs Einschalten. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Für ein bisschen Support würde ich euch sehr dankbar sein. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Haut rein.